Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. EZB erhöht Leitzinsen im Euroraum deutlich. Um die Rekordinflation zu bekämpfen, haben die europäischen Währungshüter um EZB-Chefin Lagarde die Zinsen unerwartet von 0 auf 0,5% erhöht. Es ist die erste Zinserhöhung seit 2011. Sie tritt am 27. Juli in Kraft. Erwartet worden war eine Erhöhung um 25 Basispunkte. Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 wieder in Betrieb. Nach Angaben der Betreibergesellschaft fließt nach der 10-tägigen Wartung wieder Gas aus Russland in Richtung Deutschland und Europa. Laut Bundesnetzagentur allerdings mit verringerter Liefermenge. Heute sei nur mit einer Auslastung von 40% zu rechnen. Italiens Ministerpräsident Draghi tritt zurück. Draghi habe seinen Rücktritt und den seiner Regierung eingereicht, so das Präsidialamt in Rom. Staatspräsident Mattarella bat ihn, zunächst geschäftsführend im Amt zu bleiben. Bei der gestrigen Vertrauensabstimmung hatten seine drei wichtigsten Koalitionspartner die Teilnahme verweigert und so das Aus der Regierung eingeleitet. Biden kündigt Maßnahmen gegen den Klimawandel an. Geplant sei, die Offshore-Windkraftanlagen im Golf von Mexiko und am Atlantik auszubauen, so der US-Präsident. Außerdem will die US-Regierung Gemeinden mit 2,3 Milliarden Dollar unterstützen, damit sie sich besser gegen die Folgen von Naturkatastrophen schützen können. Waldbrände in Südeuropa. Die Feuer im Nordosten Italiens haben sich auf Slowenien ausgeweitet. Die Bewohner mehrerer Dörfer nahe der Grenze mussten sich vor den Flammen in Sicherheit bringen. Sie könnten sich zum schlimmsten Brand in der bisherigen Geschichte des Landes entwickeln. In Spanien brennt es noch in 5 Regionen. Das Wetter: morgen im Norden und Osten Wolken und zunächst noch Schauer, in der Südhälfte Sonne. Am Abend Schauer oder Gewitter, 18 bis 34 Grad.